Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, ist es ein Vlog und auch ein bisschen anderes Setting. Wir sind nämlich gerade paddeln, also zu viert mit meinem Bruder, meiner Mutter und dem Freund meiner Mutter. Und es ist jetzt gerade schon abends, also wie ihr seht, ist nicht überall Sonne, aber jetzt gerade schon ein bisschen. Auf jeden Fall ist unsere Tour 12 Kilometer lang und wir sind jetzt hier gerade auf der Aller. Es ist zwischen Celle und Winsen, falls das irgendwem was sagt, oder da lang geht halt unsere Strecke. Und ja, ich werde euch einfach mal heute und auch morgen am Sonntag dann vielleicht noch so ein bisschen mitnehmen, was ich jetzt halt so mache am Wochenende. Und wir gehen später auch noch Tapas essen, darauf freue ich mich irgendwie auch schon total. Und da werde ich euch dann auch noch zeigen, was wir da so genau essen und ja, vielleicht auch noch, was ich so lese. Dann bis später. Wir kennen uns seit x Jahren, du brauchst jetzt nichts sagen. Ich wollte dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt wagen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Guten Morgen, ihr Lieben. Naja, was heißt guten Morgen? Es ist kurz vor zwei. Ups. Ich habe heute tatsächlich bis 11 Uhr geschlafen und dann eben gerade noch entspannt gefrühstückt. Ich war nämlich nach dem gestrigen Tag sehr, sehr fertig und ihr habt ja jetzt auch ein paar Einblicke bekommen vom Paddeln. Es war wirklich total schön, auch gutes Wetter und einfach, ja, toll. Jetzt habe ich nur leider sehr krassen Muskelkater, also eigentlich gar nicht unbedingt so in den Armen und Schultern, das geht so, aber immer noch in den Beinen, weil ich nämlich am Freitag einen Sponsorenlauf hatte von der Schule aus. Also die Spenden waren nicht für unsere Schule, sondern für so eine Schule in Tansania. Blabla, ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, das noch alles zu erklären. Aber auf jeden Fall ging es halt darum, eine Stunde lang zu laufen, so viele Runden, wie man schafft. Es war draußen und es war morgens so arschkalt, also wirklich, das war ganz komisch. Auf jeden Fall bin ich 11,5 Kilometer gelaufen. Das ist die längste Strecke, die ich jetzt bisher gelaufen bin überhaupt. Und ich habe jetzt immer noch ziemlich krassen Muskelkater davon. Und danach war ich am Freitag halt auch noch bei der Großdemo Fridays for Future, wie ihr wahrscheinlich auch schon auf Instagram gesehen habt. Und vielleicht waren auch einige von euch dort. Also das war ja in ganz vielen Städten und in ganz vielen Ländern und in allen Kontinenten waren, glaube ich, auch sogar Demos. Und ich war wirklich das erste Mal jetzt tatsächlich dabei. Und ja, war einfach cool zu sehen, wie viele Leute sich noch für Klimaschutz engagieren. Genau, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja, nach dem Freitag war ich eigentlich schon total fertig und dann gestern noch paddeln war halt auch nochmal relativ anstrengend so. Und jetzt habe ich, ja, sehr krassen Muskelkater, deswegen dachte ich mir, heute mache ich mal so ein bisschen entspannteren Tag. Vielleicht muss ich nachher noch Gartenarbeit machen, vielleicht komme ich aber auch irgendwie drum rum. Auf jeden Fall muss ich aber auch noch ein bisschen was für die Schule machen, also so ein paar Politikaufgaben, die ich halt am Freitag nicht wirklich mehr machen konnte in der Schule, weil der Sponsorenlauf halt war und dann noch die Demo und so. Deswegen bin ich da nicht wirklich zu irgendwas gekommen. Und dann muss ich auch noch für Englisch was machen, nämlich lesen. Das kommt dann nämlich auch gleich schon, beziehungsweise das ist jetzt auch gleich schon das nächste Thema. Ich wollte euch ja noch ein Leseupdate geben, denn tatsächlich ist das einzige Buch, was ich gerade lese, dieses hier. Double Helix von Nancy Whirlin, unsere Englischlektüre. Ja, ich bin da momentan auf Seite 145 von 230 hat das ungefähr, aber da ist hinten noch so ein komischer Anhang drin. Ja, also ich habe noch einiges vor mir. Wir schreiben zu diesem Buch auch eine Arbeit, aber erst nach den Herbstferien. Das heißt, ich schätze mal, wir haben vielleicht sogar bis dahin Zeit, das zu beenden, aber ich weiß es noch nicht ganz genau, weil wir das im Unterricht halt auch ab und zu besprechen und so. Genau, und bis jetzt komme ich auch eigentlich ganz gut damit zurecht, das so auf Englisch zu lesen. Es ist irgendwie einfacher, als ich gedacht habe, also wenn man halt erstmal so drin ist. Nur irgendwie hält mich das Buch so ein bisschen davon ab, auch was Neues wieder anzufangen, weil wir auch noch in Deutsch eine Lektüre lesen mussten. Die habe ich jetzt zum Glück schon fertig. Und irgendwie denke ich aber die ganze Zeit so, ja, ich möchte dieses Buch eigentlich erstmal halt zu Ende lesen, bevor ich was Neues anfange, damit ich das so hinter mir habe. Aber wie ihr schon gemerkt habt, es sind noch über 50 Seiten, die ich lesen muss und das kann ich auf Englisch nicht einfach mal so eben weglesen. Und deswegen fange ich irgendwie nichts Neues an, aber ich will das hier auch irgendwie nicht so auf einmal alles lesen, beziehungsweise so lange kann ich mich irgendwie nicht so gut konzentrieren, habe ich das Gefühl. Deswegen, ja, das ist gerade so mein Struggle. Ja, könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr damit zurechtkommt, was auf Englisch zu lesen. Bei mir ist es so, dass ich das
Buch ganz okay finde, wenn ich es jetzt auch noch so bewerten müsste. Also bisher ist es ganz spannend. Also das Thema ist an sich, finde ich, ganz interessant. Es geht nämlich um, ja, Gentechnologie und auch ums Thema Klonen, beziehungsweise, ja, das Thema Klonen wurde bis jetzt eigentlich noch nicht wirklich angesprochen, aber irgendwie ist trotzdem schon von vornherein klar gewesen, dass es drankommt. Und ich meine, diesen Double Helix und diese Struktur da von so einer DNA zeigt ja auch schon so ein bisschen, um welches Thema es halt geht. Und das finde ich an sich schon ein interessantes Thema, aber zum Beispiel die Hauptfigur Eli heißt die, also heißt der Typ, ist mir nicht so wirklich sympathisch. Also er ist einfach irgendwie unfreundlich, habe ich so das Gefühl, keine Ahnung. Und das macht das Buch dann teilweise auch so ein bisschen anstrengend zu lesen, weil er so ein bisschen nervig ist, der Protagonist. Ja, und deswegen bin ich halt auch nicht so krass motiviert weiterzulesen. Das heißt, vielleicht räume ich jetzt tatsächlich zuerst mal mein Zimmer auf, mache Politikaufgaben und lese dann, beziehungsweise duschen wollte ich eigentlich auch noch. Achso, ja, ich habe übrigens auch eine neue Frisur. Habt ihr vielleicht auch noch nicht gesehen? Also hier auf YouTube habe ich es ja noch nicht gezeigt, aber auf Instagram. Also ich schätze mal, ihr habt es da schon gesehen. Genau. Dann melde ich mich später wieder, wenn ich irgendwas geschafft habe. Tschüss. Hallo Leute, ich habe mir gerade Tee gemacht, ja, in einer Snoopy-Tasse. Und zwar wollte ich euch noch ein kleines Lese-Update und Lebens-Update geben. Nein, also es ist inzwischen Montag. Ich habe mich gestern dann doch nicht mehr gemeldet, weil ich dann noch den ganzen Tag relativ beschäftigt war. Also ich habe dann noch, was habe ich gemacht? Mein Zimmer aufgeräumt, ein paar Sachen bei Kleiderkreisel reingestellt, weil ich letztens auch meinen Kleiderschrank aussortiert habe. Und das meiste davon liegt jetzt halt noch in meinem Zimmer rum, obwohl ich die ganzen Klamotten eigentlich nur loswerden möchte. Dann habe ich noch Gartenarbeit gemacht abends. Das war ziemlich anstrengend, weil wir nämlich gerade so ein kleines Problem, sag ich mal, oder so eine, ja, Neuorganisation von unserem Gartenteich haben. Den hatte ich euch ja auch schon mal in dem Video gezeigt. Da sind jetzt nämlich gerade alle Fische weg. Also wir haben die verschenkt an jemanden anderes. Und der Teich ist jetzt quasi leer und wurde halt schon abgepumpt und da musste dann jetzt Folie raus, bla bla. Falls selber jemand von euch selber einen Teich hat, wisst ihr, dass das ein ganz schön anstrengendes Prozedere ist. Also falls ihr dann schon mal den Teich quasi wieder zugeschüttet habt und so weiter. Und ich habe dann abends tatsächlich auch noch ein neues Buch angefangen. Stimmt, das liegt auf meinem Nachttisch. Ich hole es gleich nochmal, um euch das zu zeigen. Und dann habe ich eben gerade auch noch ein bisschen weitergelesen in diesem Buch. Also ich habe nur zwei Kapitel gelesen, zwei kurze Kapitel zugegebenermaßen, aber immerhin etwas. Und mir ist nämlich tatsächlich aufgefallen, dass wir die Arbeit zu diesem Buch doch nicht nach den Herbstferien, sondern nächsten Montag schreiben, also in einer Woche. Das heißt, bis dahin sollte ich das Buch auch fertig gelesen haben. Und es sind jetzt, glaube ich, noch 50 Seiten. Es waren davor noch 60 Seiten und jetzt sind es noch 50. Das hatte ich auch falsch im Kopf. Und ich muss auch noch Aufgaben dazu machen. Also die sind halt auch relativ wichtig, halt so für die Arbeit, dass man das halt kann. Zum Beispiel so eine Figur daraus charakterisieren. Ja, und das muss ich halt auch noch ein bisschen so mal machen. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu dem Buch, was ich gestern auch angefangen habe. Ich kann euch auch einfach mal gerade kurz mitnehmen zu meinem Bett. Da steht das nämlich hier in meinem Nachttisch quasi. Das ist dieses Buch Love Cuts von Mette Finderup. Ein Buch aus dem Belz und Gelberg Verlag. Ich zeige euch das gleich nochmal richtig, weil ich euch von der Aufmachung eben auch noch was zeigen wollte. Und zwar ist es so eine Klappenbroschüre. Achso, ich habe das hier gerade als Lesezeichen genommen, aber ich nehme mir gleich nachher nochmal ein richtiges. Und zwar sieht man hier so eine Karte. Das Buch spielt in Dänemark und da sieht man halt auf der Karte auch die ganzen Ortsnamen und dann auch die Namen von den Leuten, die dort halt wohnen, also von den Figuren. Und hier ist auch nochmal so eine Übersicht von den einzelnen Figuren bzw. von den Beziehungen zueinander. Jetzt muss ich gleich die Seite wiederfinden. Hier war ich. Aber ich finde halt irgendwie diese Doppelseite mit diesen ganzen Namen erschlägt einen schon förmlich so, weil das sind halt, glaube ich, über 20 Namen, die dann ineinander in der Verbindung stehen. Und das sind halt nicht mal irgendwelche Charaktereigenschaften oder äußerliche Merkmale noch zu den Figuren, sodass man sich das eigentlich gar nicht merken kann, wenn man nur diese Namen so liest. Und ich habe da gestern die ersten beiden Kapitel gelesen, meine ich. Die waren so ganz gut. Es ist halt immer so eine kurze Szene bisher und dann ist einfach so ein Cut, also wie das Buch schon sagt, Love Cuts. Es geht um so kurze Liebesgeschichten quasi und dann gibt es aber einen Cut und es geht zur nächsten Geschichte über. Aber ich schätze mal, dass die Geschichten im Endeffekt dann doch irgendwie alle oder nicht alle, aber einige schon zumindest miteinander verwoben sind oder so. Aber bis jetzt kann ich das noch nicht so ganz abschätzen, inwiefern das tatsächlich so ist. Und deswegen ist es ein bisschen unüberschaubar bisher. Aber ich werde mal schauen, wie sich das entwickelt. Ihr habt ja gerade schon gesehen, ich bin erst auf Seite 21.
Ja, und dann habe ich gestern außerdem noch die vorletzte Folge von Orange is the New Black geschaut. Also von der 7. Staffel. Und heute werde ich dann wahrscheinlich die letzte schauen. Ja, schon ein bisschen traurig, dass es dann langsam, also nicht nur langsam, dass es dann zu Ende geht. Genau, und das war es auch soweit. Jetzt habe ich euch auf den aktuellsten Stand gebracht, was so passiert ist gestern und bisher. Heute ist jetzt auch schon gleich wieder kurz nach 5. Ich muss dann auch noch Mathe lernen, weil ich übermorgen eine Mathearbeit schreibe. Also ihr merkt schon, die Vlogs verändern sich, je nachdem, ob es Ferien sind oder Schule. Also jetzt muss ich halt auch einiges für die Schule noch tun. Also nicht einiges, es hält sich schon noch im Rahmen, ne? Aber da komme ich auch nicht so viel zum Lesen. Deswegen kann ich auch nicht so viel vom Gelesenen berichten, wenn ich halt einfach zum Beispiel was für die Schule stattdessen mache oder Serien gucke. Aber zum Beispiel zu lernen, da weiß ich auch nicht. Da kann ich halt nur sagen, ich lerne, aber ich weiß nicht, ob das auch jemanden genauer interessiert, wie ich da lerne oder irgendwelche Lernzettel mache. Mache ich aber meistens nicht mal. Deswegen, ja. Das war's dann auch erstmal für heute. Ich denke mal, ich melde mich morgen dann auch nochmal und werde dann morgen den Vlog beenden, damit er auch nicht zu ewig lang wird. Ist ja wahrscheinlich eh schon, wie immer, ist ja nichts Neues. Ja, dann bis morgen. Hey Leute! Ein weiterer Tag ist vergangen. Ich habe eventuell vergessen, mich gestern zu melden. Ja, weil ich gestern noch ziemlich lang Mathe gelernt habe, weil ich heute eine Arbeit geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob ich das eigentlich schon erzählt habe. Ich muss die Kamera mal irgendwo sinnvoll abstellen. Das ist nicht wirklich sinnvoll hier gerade. Ich glaube, ich gehe mal zurück zu meinem Bücherregal, wo ich gestern schon stand. Ja, was ist passiert in der letzten Zeit? Also, was heißt in der letzten Zeit? In den letzten 24 Stunden oder 48, was auch immer. Also, ich habe Orange is the New Black zu Ende geschaut. Oder habe ich dazu erzählt? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Leute. Es tut mir leid. Ja, dann habe ich heute Mathe geschrieben und es ist Buchpost gekommen von dem neuen Buch von Barry Jonsberg. Das heißt, was so in mir steckt, es liegt da drüben. Ich bin zu faul, es gerade zu holen. Ich habe es auch schon total oft auf Instagram gesehen, muss ich sagen. Deswegen habe ich mich total gefreut, als es mir dann zugesagt wurde vom Bloggerportal. Ja, ansonsten steht jetzt noch an für mich Englisch lernen. Denn wie schon gesagt, schreibe ich über dieses Buch eine Arbeit. Das heißt, ich muss das Buch noch zu Ende lesen. Ja, dann muss ich noch eine Rezension schreiben für AJUM. Das habe ich auch schon öfters erzählt. Das ist die Arbeitsgemeinschaft Jugend und Medien. Dort ist bis jetzt eine Rezension von mir online. Und ich habe aber noch ein Buch von denen mitgenommen. Das steht hier unten gerade. Dann kann ich euch das ja auch zeigen kurz. Nämlich dieses hier. Und da werde ich mich gleich mal an die Rezension dran setzen. Das hat mir leider nicht wirklich gefallen, wie ihr schon wisst. Und deswegen muss ich mal schauen, dass ich das auch gut in so eine produktive Rezension verfasse. Also, dass die auch quasi schriftlich auch produktiv ist. Oder nicht produktiv, aber so... Ich meine nicht produktiv, ich meine nachvollziehbar, das meinte ich. Ja. Und das war's. Auch erstmal so. Ich habe mir übrigens auch noch eine neue Hose gekauft. Also sie ist nicht wirklich neu und das hat auch nichts mit dem Thema Lesen zu tun. Aber dann wird das hier mal wieder so ein gemischter Vlog. Und zwar ist das diese hier von Jack and Jones. Ja, sie hat hier schon so ein paar Flecken vom Fahrradfahren heute. Weil es dezent geregnet hat draußen. Auf jeden Fall habe ich mir die über Kleiderkreisel gekauft. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich so jemand, der sich Marken irgendwie immer gebraucht kauft, weil ich die neu nicht unterstützen will und sie dann auch manchmal zu teuer sind. Und ich habe für diese Hose jetzt 17 Euro bezahlt, was halt eigentlich voll okay ist. So. Und der Zustand war auch noch richtig gut und sie passt halt auch einfach total gut. Ja, und das war's dann wohl für diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einer positiven Bewertung und auch gerne mit einem Kommentar. Und abonniert meinen Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein. Tschüss! Jetzt sind wir frei.